We didn't start the fire. Oh Gott. Uiuiui, das ist so peinlich. Ja, es ist sehr peinlich gewesen. Ja, der Gag war, ja. Nein, nicht erklären. Einfach, komm, gib den Code ein. Ja, der Code war schon richtig. Das Problem war nur, es hat was mit den, naja, Automaten zu tun. Raufschauen, dann funktioniert es erst. Ich will nicht. Jetzt erstell keine Ansprüche hier, Sid. So, öffnen wir erstmal hier. Okay, boah. Den ganzen Stress. So. Tack, 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 tack. Klack. Yay. Und jetzt würden jetzt wahrscheinlich jetzt alle vorstimmen und sagen, rennen wir Sandy. Nein, der Witz ist, wir müssen uns einfach erstmal neben das Skelett stellen, das ungefähr gefühlte 4 Meter groß ist, von der Perspektive her. Und, ja, Sid, nein, Sid muss sich ja jetzt quasi helfen. Nein, Bernard muss es. Den dann nämlich hier. Besser nicht. Besser nicht. Nein, du sollst das Teleskop, Quatsch, das Funkgerät benutzen. Und ruf einen bestimmten Leute. Who you gonna call? Nein. Who you gonna call? Spacebusters. Dä. Kennen wir schon. Nein, er sagt was anderes. Oh, ich bekomme diesen Mal aber nicht die Tür auf, klar? So. Okay, mal 30 Sekunden warten. Oh, das wird ein kurzes Finale, hoffentlich. Lauf ein bisschen im Kreis. Okay. Ich lauf im Kreis. Ich warte drauf, bis Day of the Tentacle 2 anfängt. Woher, wieso habe ich plötzlich zwei Freunde? Keine Ahnung. Wo der hoffentlich nicht mitspielt. Wenn der mitspielt, will ich nicht mitmachen. Ich hasse diesen Nerd. Es ist allgemein bekannt, dass er... Na gut. Tun Sie ganz. Ich dachte eigentlich, dass du ihn sprichst. Komm, Eike, Finale. Du musst ein bisschen mitmachen. Ja, ich muss noch was trinken. Der Schattensaugnapf. Hau ab! Er hat mich tief in den Gefühlen verletzt. Beiseite! Wow, so barsch. Diese Beamten. Wie er einfach durchlatscht. Endlich habe ich dich. Lila Meteor. Nein, du hast mich gefunden. Komm jetzt mit mir, Kraterball. Blub. Genau. Gesamte Handlung beendet. Nein, wir müssen ja immer noch Sandy befreien. Ja, gute Idee. Ja. Dann mal los. Ja, warum gehst du nicht ins Rennen? Nein, nein. Der Witz ist, wir würden jetzt wieder vorstellen werden. Oh, mit Ruhe. Mit nimm, das ab, nimm das Star-Abzeichen. Wir müssen das Abzeichen, das nehmen, das er rein zufällig verloren hat. Meteor Polizeiabzeichen Nummer 714. Stimmt, hat die Zahl auch eine Bedeutung. Ja. Denn normalerweise würde uns nämlich dann Purpur-Tentakel ganz schön irgendwelche Sachen mit uns machen. Tentakelmäßige Sachen wahrscheinlich. Was machst du denn hier? Habe ich dich beim Spionieren erwischt? Dr. Fred bezahlt mich gut für so etwas. Tja, der Gip ist, wir müssen ihn einfach die Dinger eingehen. Ihr habt die Meteorpolizei geholt. Dr. Fred ist schuld. Er hat mich zu allem gezwungen. Was eine miese Ratte. Es ist alles seine Schuld. Ich bin unschuldig. Er ist dort drin. Er ist da drin. Schnapp ihn! Verhaftet ihn! Tötet ihn! Er ist verrückt. Ich helfe euch. Ich bin euer Freund. Vertraut mir. Ich bin euer Freund. Vertraut mir. Was für ein Flipflopper. Ja. Was ne linke Ratte. Ja, sieht man ja auch im zweiten Teil, nicht wahr? Die Welt erobern. Okay, so, oh, ist schön, da können wir erstmal mal ein bisschen kurz umsehen, wie sieht's denn so aus? Oh, schön, das hat bestimmt Geld gekostet. Na gut, aber rennen wir erstmal die alte Bumsbiene, wie heißt das Wort, Eike? Was ist das Wort für eine Blondine? Schnipsbimbo. Ja, genau. So, wir haben den kleinen Schlüssel, wir haben den großen Schlüssel, okay, gut, los geht's! Yay! Pepsi, Schleichwerbung. Puppe, na, den willst du noch reden, oder? Purpur-Tentakel, Eindringlinge! Purpur-Tentakel! Also, du hast es tatsächlich so weit geschafft. Jetzt bleibt mir keine andere Wahl.
Ja, was wird er wohl jetzt wählen? Ich starte die Selbstzerstörung. Jeder guter Bösewicht. Nur ich kenne den Code zum Abschalten. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Geschafft! In 2 Minuten fliegt alles in die Luft. Und das in Echtzeit. Boah, so radikal. Dann nehmen wir uns aber erst, ziehen wir uns erst eine Pepsi. Nein, Quatsch. Wir müssen uns beeilen, weil das läuft jetzt in Echtzeit ab. Hallo Sandy, wie geht's dir? Okay, so, wir öffnen den Schrank. Oh, ein Strahlenschutzanzug. Hier ist guter Hausbau 2. Ja, verschwinden wir noch mehr Zeit. Ja. Okay, und rennen benutzen wir die Karte vom Hamster. Danke, Hamster. Piep. Und dann einfach den Schalter hoch. Hallo, da war der Meteor. Da! Oh, was ist passiert? Ich fühle mich so anders. Ich werde nicht mehr kontrolliert. Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ich versuche sie abzuschalten. Ja, ich hab's geschafft. Entschuldigt, dass mein verrückter Plan euch so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich euch für meine Hilfe danken? Oder eure Hilfe? Bargeld wäre nicht schlecht. Sack. Ich hasse dich. Hör nicht so frech, Kleiner, aussieht wie das Bargeld wäre nicht schlecht. Guck uns nicht so an. Herzlichen Glückwunsch. Danke für F8, für ein neues Spiel. Drücke F8 für ein neues Spiel. Ich hab's geschafft. In viel zu vielen Folgen. Ja, genau. Ja, Leute, das war Maniac Mansion. Zumindest. Ohne Credits. Ohne Credits. Die gibt es leider nicht. Warum eigentlich? Vielleicht hätten wir es mal vergleichen müssen. Da müsste ich wohl meinen. Genießt die Musik. Da müsste ich ja jetzt eigentlich mein C64 Nummer 2, Version 2 mal aus dem Keller holen und gucken, ob ich den am PC vielleicht anschließen könnte. Der ist kaputt und wenn du den anschließt, explodiert er. Bist du sicher? Ja, klar. Meinst du, wie das Haus von den Ältesten explodieren würde? Genau. Ja. Wenn man den Pool zu lange das Wasser auslässt oder den roten Knopf drückt. Ja, genau. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Da. Ja, ich weiß, für heutige Augen ist das nichts mehr Besonderes, aber damals war das echt was Großes. Nein. Doch. Das war da auch schon veraltet. Ach komm, 87, da haben noch 10 Leute an einem Spiel gesessen. Heute müssen es eher 100 sein, wenn mindestens. Und da war es halt noch mit Liebe gemacht. Meistens mindestens. EA gab es damals auch schon. Vielleicht haben die ja schon nicht mehr mit Liebe dran gedacht. Keine Ahnung. Naja, also Leute, das war jetzt Maniac Mansion, das erste große Spiel von LucasArts, aka Lucasfilm, wie es damals noch hieß. Wahrscheinlich wegen die Filme, ne? Damit die Leute nicht denken, oh, ist das ein Ewok-Spiel? Oder ein Howard the Duck-Game? Naja. Der Film mit Howard the Duck war super. Ja. Komm daher, du kleine Ente! Wer hatte eigentlich Angst gehabt vor dem Kerl? Oder vor den... Ja. Ja, war der Film. Ich finde immer, dass der aussieht wie der Drogenabhängige, den ich mal kannte. Ja, du kannst mal grob erwähnen, die besessen waren von außerirdischen Entitäten. Die hat die Eier weggepackt. Ja. Genau, ich habe den Film wahrscheinlich 500.000 Mal gesehen. Und wenn ich ihn auf DVD anschaue, dann wird gleich nicht mehr ganz so gut. Weil man kann dann zum Beispiel in der Szene, der Verfolgungsszene sehen, dass Howard im Auto nur eine Puppe ist, auch wenn es so ein paar Sekunden ist. Toll. Ja. Du solltest eigentlich ein Fazit zu Mansion abgeben. Fazit, spielt es. Es ist immer noch gut. Man kann es auch schnell durchspielen. Es ist immer noch lustig. Und das Besondere ist, ihr könnt es ja immer mit ganz viel, naja, nicht ganz viel, aber mit allen möglichen Leuten mal Kombinationen durchgehen und gucken, was für ein Ende dabei rauskommt, ne? Aha. Ja, Razer zum Beispiel. Und, oder den Surfer-Dude, den Ike ja so gerne drin gehabt hätte, ne? Ja, weil er ein Surfer ist und keine Schuhe anhat. War es nicht so? Nee, weil er aussieht wie Lux der Kling. Ja, ohne Schuhe. Hättest du in die Text packen können? Ja, ein bisschen weg, naja, okay. So, so, gut, dann machen wir erstmal hier raus hier. F8. Neues Spiel starten? Ja, so. Gut, hey, ja. Genau, dann könnt ihr gleich alles hier nochmal durchprobieren. Hier, die beiden zum Beispiel, ne?
Warte, wird da noch eine Anzeige angezeigt, wenn die ja. Ah ja, stimmt, hier, ja. Preisgüter, Fotograf und so weiter. Ja. Nimm mal die Rothaarige mit. Nö. Und Looks Like Link. Looks Like Link, ja. Razor the Scumnets. Nein, nein, wir fangen jetzt nicht noch von vorne an, Eike. Nein. Ich hab mir doch. Kann man doch mal starten, damit du ein bisschen Bewegung im Bildschirm hast. Nee, ich wollte was anderes machen. Das sag ich mir. Ich hab was mir. Ich hab mir was, um Pütz zu sagen. Ich hab was vorbereitet. Dafür, oh Gott. Dafür, dass wir das Spiel durchgespielt haben, habe ich hier schon mal was geöffnet, ne? Für später, jetzt gerade, passend zum Ende. Ne? Das wollte ich eigentlich schon mal bei einem anderen Spiel machen, wo ich durchgespielt habe hier. Ja, dann mach auf. Okay, los. Oh, burn the rope. Du weißt, dass das Copyright ist, oder? Ach, keine Sorge. You managed to kill that boss, you see. Ja. The green and color. Nur weil er Funk gut findet. You're the hero. Fake and gay. You made it to the tunnel. Ja, schade, dass keine. Then you grab that keine Facecam, aber ist aber kein Zelda-Spiel. Then you burn the rope. Sieht schon noch nicht so hübsch, dass man ihn sehen möchte. Und dass er immer wieder Ach komm. You burn the rope and saved us. Now you're a hero. You managed to beat the whole damn game. We're happy you made it. But how are you gonna spend the rest of the day? Ich wette, du kriegst einen Claim auf dich, auf die Folge. Maybe watch a video. Ich glaub nicht. Ist ja nur unter Copyright. Ach, ich glaube, dieses Video, das Originalvideo hat ja auch keinen Hinweis von dem Copyright oder kauft das den Song hier. Watch a video, maybe press refresh and start again. Ja, das war's. Ja, also Leute, ja, da kann man jetzt, was kann man noch sagen? Ja, ja, spielt Maniac Mansion Deluxe, das kann man einfach in diesen Internets herunterladen. Vielleicht, ja. Vielleicht. Immer wieder auf Maniac Mansion. Ja, vielleicht, eventuell, werden wir dann auch mal, weiß nicht, vielleicht werden wir in der Zukunft vielleicht mal was anderes spielen in derselben Richtung. Vielleicht jetzt nicht unbedingt von LucasArts selbst, sondern hier. Vielleicht auch kein Point-and-Click-Adventure mehr. Ja, vielleicht. Nur was Actionmäßiges vielleicht. Mal sehen, mal schauen, was so gerade sich anläuft. Hab ja genug Spiele auf Halde, nicht wahr? Ach so, jetzt kommt wieder die. Ach, das kommt ja auch wieder von Lukas. Mann, dieser Lukas, er ist überall. Der sitzt sich mit seinen Milliarden da und lacht sich einen ab. Wollen wir das jetzt nochmal zeigen? Ja. Wollen wir es wirklich jetzt nochmal zeigen, diese ganze Vorspanngeschichte mit, ja, das ist Handy und hier kann man reingehen? Ja. Willst du sonst die Folge voll kriegen? Ja, wir wollen ja jetzt hier nicht unendlich lang in die Unendlichkeit ziehen, das Ganze, ne? Aha. Ja, wie gesagt, zeig mal die Rothaarige, um Möpse in der Kamera zu haben. Nö, wenn ihr Möpse von ihr sehen wollt, dann müsst ihr euch Meteor Mess 3D reinziehen, wenn es dann rauskommt. Da ist sie ja dann in 3D gerendert und hat, Ernsthaft, das ist die? Ja, es ist auch wieder ein Remake, aber dann in 3D. Ist auch schon seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung. Ich find's irgendwie interessant. Warum haben sie da eigentlich den zweiten Teil nicht mehr blau gemacht? Ja. Die tauchen im zweiten Teil auf? Ja, es spielt doch auch alles da. Komischerweise muss man dann den Keller bzw. das Labor betreten über die Uhr. Komisch, eigentlich schade, dass sie das nicht schon im ersten Teil gemacht haben. Das wäre eigentlich ganz witzig gewesen mit der Uhr. So ein bisschen so Cluedo-Style, ne? Wie ich es schon mal genannt habe. Oh,
der Bösewicht. Vom zweiten Teil. Die Welt erobern. Oh, ich hab's schon wieder erwähnt. Na gut, Hat er das? Ach so, stimmt, du meinst. Ach, das weißt du noch? Oh, der Eike weiß ja mehr als ich. Ah. Das erinnert mich daran, dass ich Day of the Tentacle erst vor ein paar Jahren auf dem Weg zur. Wie nennt sich das? Tuba Day. Nennt sich noch jemand daran? Git. Ja. Auf dem Weg zur Tuba Day, ja, Zug, ne? Dass ich da. Manic Mansion 2 heißt es ja. Day of the Tentacle auf der PSP durchgespielt habe. Ja. Ist ein ganz schöner Krampf, so eine Kostendingsbums auf einer PSP zu installieren. Nur um Scum zu installieren und dann. Und dann Day of the Tentacle von CD zu ziehen. Die Original-CD. Also, ja. Um dann rauszufinden, dass das Spiel in Wirklichkeit nur 48 Megabyte groß ist, ungefähr. Im Vergleich zu einer 700 Megabyte CD. Ja, was man soll es rausfinden, nicht wahr? Okay. Ja, beeil dich. Oh. Komm, beeil dich, Dave. Ja. Dann können wir Escape. Kann ich Escape? Jo, vielleicht geht das ja. Ja. Also Leute, wir sehen uns dann vielleicht bei einem anderen Spiel, eventuell vielleicht auch irgendwas von Maniac Mansion. Es gibt ja Maniac Mansion Mania, wo findige Spiele-Fans auf Basis des Maniac Mansion Toolkits oder der Grafik her Fortsetzung gemacht haben. Da gibt es, glaube ich, schon mehrere Staffeln von mit ganz vielen Folgen. Das soll gar nicht mal so schlecht sein. Und das Besondere, man muss die Spiele auch nicht installieren. Die kann man direkt aus der Datei heraus starten. Ist ganz interessant. Vielleicht gucken wir es mal an, ne? Ja, die Adventures of Runville. Okay, also Leute, wir sehen uns dann eventuell bei einem neuen Projekt und ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag oder eine schöne, was gibt's dazwischen? Schöne Mittagszeit. Ja, also Leute, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Vielen Dank fürs Zusehen bei Maniac Mansion Deluxe. Mein erstes Lieblingsspiel. Also Leute, bis dann. Ciao. Ja, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ende. Und vorbei. Ja. Und Schluss. Und Schluss. Und aus. Letztes Wort. Yeah. Und wir holen Sandy. Tschüss. Genau, ciao. Ciao. Und aus. Und Feierabend. Und auf Wiedersehen. Und aus. Und aus. Und aus. Ja, und aus. Und aus. Und aus. Muss immer das letzte Wort haben. Okay. Das vorletzte. Ausmachen. Ja. Drück jetzt FF. Raus. Danke und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja. Und tschüss.